So. Und wir haben jetzt keine Batterien mehr. Okay, Batterien könnte ich ja theoretisch von oben abholen, richtig? Die müssten ja auf uns warten. Das haben wir alles vorbereitet. Genau da, ganz viele Batterien. Nom 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 nom. Das sind echt viele Batterien. So, bau, 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 bau. Aber wir brauchen auch tierisch viele. Vor allem, wenn wir anfangen mit den Lasertürmen, ne? Das wird garstig. So, Plastik. Plastik sollte jetzt auf den nächsten, in den nächsten Bereich. Das wäre sogar, das wäre hier hinten. Okay, also. Wieder ein Ärmchen. Zwar hier. Ein intelligentes Ärmchen. Keine grünen Chips. Oh. Verballere ich gerade für rote Chips und für hellblaue Tränke. Okay. Dann klaue ich mir doch einfach hier hinten welche. Irgendwo. Da. So. Intelligente Ärmchen. Intelligente Ärmchen. Die Science Packs kurz weg. Science Packs wieder hin. So. Haben wir schon irgendwas? Nee. Aber hier kriegst du mal ein paar davon und davon. So. Nimm. Ärmchen, genau. Wo sind die gelandet? Also erstmal kann ich die beiden da hochstecken. Da sind sie gelandet, okay. Du nimm bitte von hier Plastik und tu es auf ein Fließband und bekomme Strom. So. Ja, hier wird wahrscheinlich gleich wieder Holz gehackt werden müssen. Ah, da ist ein Fehler. Ding. So. Ja, Baum weg. So, wo genau soll das jetzt hin? Es soll hier hin, zwischen diesen Strommasten. Da. Brauch gleich neue davon, ne? Ah, du auch noch weg. 6, 5. Falsch platziert. Dichter falsch platziert. So. 5. Noch ein Baum weg. Jeder Baum ist ein Gegner, der näher an uns ranrückt. Das ist irgendwie unheimlich. So, da. Und da. Die sollten jetzt richtig sein. Genau. Also zwischen den beiden hier müsste die Linie gleich wieder runter. Das heißt, es läuft dann hier irgendwo unter dem Kupfer lang. Dafür hätte ich ganz gerne die roten unterirdischen Bells. Einfach mal um zu gucken, wie weit die kommen. So, und hier müssen wir gucken, ob die Bäume weg müssen oder nicht. Erstmal so. Ja, da muss schon mal ein Baum weg. Oder was auch immer das an Grünzeug ist. Gibt ja auch etwaige Büsche und rumliegendes Zeug und Kakteen, was weiß ich. Aber das waren, glaube ich, gerade Bäume. So. Wollen wir es einfach gleich runterlaufen lassen oder wollen wir schon zwischen Ärmchen haben? Ich glaube, runterlaufen lassen ist gleich okay. Also. So, und hier muss später noch was anderes hin. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt mal bis an den Rand ran. Machen dann das unterirdische Ding. Und das kommt nicht wirklich viel weiter als die Tier 1 Dinger. Okay. Vielleicht kommt das erst in den höheren Tech-Stufen. Schade. Du weg. Und ich habe schon wieder keine Fließbänder. Nö. Okay, dann bauen ein paar. Danach baust du bitte blaue Tränke. Die blauen Tränke, die wir haben, schmeißen wir kurz rein. Sonst wird das hier nie fertig. Und ich brauche viel mehr Fließbänder. Zip, zip. So. Genau, hier
Hier muss es dann gleich auch nochmal unterirdisch lang laufen. Da kann ich jetzt auch die hier benutzen, wenn das schon nicht klappt. Also mittig hier, da runter, da hoch, da runter, da hoch. Problem. Ist jetzt nicht so schön. Also einmal muss ich die Dinger jetzt hier umbauen, damit wir... Aber momentan können sie eine rote Tränke nehmen. Also ja, hier liegen noch grüne rum, aber die sollten da eigentlich gar nicht liegen. Weil die hier gar nicht mehr angeliefert werden. Das heißt, die hier brauchen jetzt auch alle ein kleines Ärmchen, dass das so nimmt. So. Schön und gut. Wir müssen aber hier durch. Das heißt, die hier... Warum einfach, wenn es auch schwierig geht, ha? Nimm mal weg. Bau die einfach hier hin. Ja, ich glaube, das ist eine gute Lösung. Du dahin. Und mach hier einfach die Ärmchengeschichte. Ja, sehr gut. So, so, so. Hier muss jetzt gar nichts unterirdisch. Das muss erst hier unterirdisch. Du kriegst lange Ärmchen hier und hier war das, glaube ich. Ja, ein weiter. Da. Und dann die kleinen Ärmchen außen. Gut, dann müssen wir das Fließband unten noch erweitern. Nach da. Und dann haut das hin. Jo, sehr gut. Grüne Tränke kommen gerade nicht an, weil wahrscheinlich wieder kein Eisen bei den Chips ankommt. Ist nur eine Frage der Zeit. Und die kann ich eh von Hand füttern, weil ich habe ja noch ein paar grüne Tränke. So. So. Blaue Tränke habe ich sogar auch. Gut. Von hier oben kommt es jetzt weiter runter. Du, da. Runter, 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 runter. Baum weg. Runter, 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 runter. So, hier kommt jetzt der eine Untergang. Der geht da. Spam die Untergänge. Weltuntergang. So. Und hier kommt jetzt das Plastik. Ganz weit runter kommt das. Nicht da drauf. Ganz weit runter kommt das Plastik, damit hier gleich, ne, rote Chips hergestellt werden können. Auf die andere Seite von dem Fließband kommt irgendwas. Da kommen die Batterien, glaube ich, hin. Ja, okay. Dann kommt auf dieses Fließband hier kommen dann die roten Chips meinetwegen. Müssen wir schauen, wo. Das Kleinkram mache ich erst später. Mir geht es jetzt nur darum, möglichst schnell erstmal Eisen zu bekommen. Ja, möglichst schnell die rote Chipfabrik herzustellen, damit wir die hellblauen Tränke möglichst schnell automatisieren können, damit das nicht immer alles an mir hängt. Aber wenn es an mir hängt, vergesse ich es. Und das ist dann doof. Also... Die rote Chipfabrik sollte ein bisschen weiter unten hin, damit sich die grünen Chips hier stauen können. Also sagen wir mal, eigentlich hier, ne? Ja, das ist mir schon ein bisschen... Ja doch, wir haben noch Platz, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist mir ein bisschen zu weit unten, aber das haut hin. So, du bist nicht wichtig. Du musst runter. Du musst dich beugen. Den Fließbändern von oben. Da, 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 da. Wir bräuchten hier auch bald wieder Licht. Wie war das? Licht, 1, 2, 3, Licht. Okay. Licht. Licht, 1, 2, hier hinten. Das ist nicht so cool. Haben wir noch Strom? Nein. Bau Stromzeug. Da. Bau Stromzeug, damit wir Lichtzeug haben, um unser anderes Zeug besser zu sehen. So. Zip, zip. Zip, Baum weg. Ja, viel besser. So, und da geht's leider nicht. Na gut. Du. Rote Chips. Du brauchst Kupferkabel. Achso, das geht ja super. Okay. Du brauchst grüne Chips von da. Du brauchst Kupferkabel von da hinten. Da müsste normales rotes Ärmchen gehen. Genau, und du brauchst Plastik von da hinten. Da müsste auch ein normales rotes Ärmchen gehen.
Genau, das Ganze legst du bitte hier drauf. Wenn es denn später mal fertig ist. Und ich glaube, derweil schon mal neue Fließbänder, damit wir auch Platz haben, um das alles einzulagern. Ja, grüne Tränke werden wieder produziert, sehr gut. So, und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo die grünen Chips bald rar werden. Deswegen haue ich hier... Hatte ich nicht 200, 300 grüne Chips irgendwo? Habe ich schon verbraten? Oh, weia, okay. Also die Zeiten mit den Engpässen für grüne Chips kommen schneller als gedacht. Müssen wir später alles anpassen. Einfach mehr grüne Chip-Fabriken. Du hast kein Eisen. Ja. Niemand hat Eisen. Du hast 105... Also die Kapazitäten von den Furnacen sind echt krass. Kein Wunder, dass wir kein Eisen haben, wenn sich hier 200, 300 Eisen, also Stahlträger drin sammeln. Übel, übel. Okay. Eisendraht? Wo kommt der Eisendraht von da hinten? Also ich gucke gerade, ob wir noch irgendwo mehr Ärmchen ranbappen müssen oder nicht. Aber scheint soweit alles ganz gut zu gehen. Okay, nächster Schritt, Batterien. Batterien sollen auf das linke Fließband, auf die linke Seite. Nimm, 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 nimm. Hier rum, hier rum, hier rum. Das kriegen wir einfach hin. Da machen wir einfach so. Dann so. Dann so, dann so, dann so. Nein. Du kommst mit. Du bringst das ja alles durcheinander. So. So. Falsch rum. Dann so, dann so. Das da weg. Jo. Sehr gut. Ist jetzt kein Problem, da nur Batterien auf dem Fließband laufen. Wenn auf dem Fließband später auch noch die Engines laufen sollten, dann müssen wir noch hier ein bisschen rumbasteln. Aber... Das hat ja noch Zeit. So, du kriegst einen Brennstoffblock. Und du klaust hier bitte mal ein paar Brennstoffblöcke. Dann füllen wir euch mit Brennstoffblöcken. Statt mit Kohle. So. Bei dem Eisen wird es eh nicht aussehen. Das sollte ich auch mal checken. Ich klaue mir mal ein paar Brennstoffblöcke unterwegs hier. Ich meine, die scheinen mehr als genug zu haben. So. Wir gehen runter zu den Schmelzöfen hier. Ah, die scheinen noch gut zu laufen. Du, da, gib mir Kohle. Du, da, gib mir Kohle. So, so, so. Apropos Kohle. Zing, 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 zing. Mwahahaha, ganz viel Kohle, okay. Wir brauchen hier die schnelleren Schmelzöfen. Weil die sind einfach zu langsam. Oder hängt das mit dem Rausholen zusammen, mit den Ärmchen? Nee, okay. Dann mach bitte bam, bam, bam. 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 Die sollten doppelt so schnell sein. Hier steht Smelting Speed 1. Hier steht Smelting Speed 2. Also es muss nicht doppelt sein. Es kann ja auch eine andere Kurve sein. Muss ja nicht, ne? Miep hochgehen, sondern es kann ja auch miep hochgehen. Aber es sieht aus, wenn es doppelt so schnell wäre. Oh, und wo ich das gerade sehe... Die Eisenplatten werden hier hinten irgendwo gesplittet, ne? Eisen, Eisen, Eisen. Da werden die gesplittet. Ja, ist okay. Ich wollte gerade sagen, sonst könnte ich theoretisch bei den Schmelzöfen das so machen. Wir haben ja Ditec installiert. Dass wir die Hälfte normale gelbe Ärmchen nehmen und die andere Hälfte diese halben Dinger da. Half-Output-Inserter. Aber da wir den Splitter haben, ist es Wayne. Also ich nehme ein bisschen Eisen mit. So. Strom. Ja. Wir müssten
eigentlich das Ganze auf der anderen Seite jetzt auch nochmal aufbauen, weil wir haben bald Stromprobleme, wenn wir die nicht jetzt schon haben. Nee, jetzt noch nicht, aber bald. Es dauert echt nicht mehr lang. Frühestens, also spätestens, wenn wir die elektrischen Schmelzöfen haben, dann kommen wir nicht weiter. Gut, also nächste Folge: Waldrodung, auch wenn das gefährlich ist wegen Beißern. Denn hier den Wald wegmachen, da drüben die Pumpen aufbauen und hier die Steam Engines. Alternativ könnten wir auch, jetzt wo wir genug Stahl haben, wir könnten die besseren Steam Engines benutzen. Sind die auch irgendwie, machen die weniger Umweltverschmutzung vielleicht? Steht da nicht, ne? Maximum Power Output 1,4 M Watt. Du machst 600. Ja, die sind geil. Ja, ich glaube, das probiere ich eher. Weil es braucht weniger Platz. Wir müssen keine Bäume holzen. Alles gut. Oh, und ist der komische Gummibaum zufällig schon irgendwo gewachsen? Ah, ist ein Gummibaum. Unten ist aber noch kein Zeug. Wenn ich jetzt so mache, hau ich den kaputt, oder? Obwohl, es kommen drei Resin raus. Ja, es kann gut sein, dass das, was ich gesehen hatte, mit dem Tree Farm Mod ist. Es gibt einen extra Mod, der sowas macht mit den Ärmchen. Also, ich muss jetzt von Hand abbauen, bekomme jetzt drei Resin, mache aus den drei Resin drei neue Seeds, baue die dann an. Und schon habe ich meinen Ertrag verdreifacht. Und das heißt, ich lasse die jetzt wachsen und sobald ich sehe, dass die Bäume wieder da sind, holze ich sie wieder ab. Und so weiter. Muss ich gucken, ob ich den Tree Farm Mod vielleicht installiere. Oder ob ich das einfach so mache. Weil die Dinger müssten theoretisch auch Verschmutzung aufsaugen. Das heißt, wenn wir später genug Samen übrig haben und die nicht für irgendwelche Hightech-Sachen brauchen, dann könnten wir damit halt diesen Schutzwall bauen. So. Um weniger Umweltverschmutzung zu produzieren, damit wir nicht so schnell von den Beißern entdeckt werden. Also ja, die müssen wir im Kopf behalten. Und nächste Folge dann die ganzen blauen Sachen mal antesten und gucken, wie das dann hinkommt mit der Versorgung von Wasser und Hitze und so weiter. Weil die werden bestimmt mehr Wasser verbrauchen oder eine höhere Hitze brauchen oder irgendwas in der Richtung. Die werden nicht umsonst einfach so doppelt so gut sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das gucken wir dann, wie gesagt, gleich. Bis denne.